Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Herzlich willkommen beim WB-Gespräch. Weihnachten und Neujahr, zwei Festtage, wo es meistens ein Festessen gibt. Apropos Kochen, bei mir zu Gast ist heute ein Meister vom Fach. Der Silvio Germe, 34-jährig, aufgewachsen in Grosswangen. Kürzlich ist er vom Gastroführer Go Mio zum Koch vom Jahr in unserem Land erkoren worden. Schön, dass ihr da seid. Danke für. Silvio Germe, aus kleinen Bub, was war Ihr Traumberuf gewesen? Ja, ich glaube, so wie die meisten Jungs auf dem Pausenplatz ist auch für mich Fußballprofi, wollte ich eigentlich werden, hat dann halt nicht ganz gelangt. zu wenig Technik oder zu wenig schnell gewesen. Und dann bin ich mit 15, 16 verschiedene Sachen geschnuppert. Habe dann Landschaftsgärtner, Überdachdecker und dann auch Koch geschnuppert. Und dann hat mich das so ein bisschen am meisten fasziniert, so das Zusammenarbeiten in einem Team, etwas miteinander können zu erreichen. Und habe mich dann für den Beruf Koch entschieden. Warum lohnt es sich, Koch zu werden oder Köchin? Ja, ich glaube, es ist schon mal eine gute Grundausbildung. Ich glaube, man kann es brauchen, wenn man sieht, wie viele das noch auf dem Beruf sind. Von meiner Schule sind es recht wenig. Aber ich glaube, mal grundsätzlich Koch zu lernen, ist jetzt nichts Schlechtes, auch für daheim, auch wenn man die Frau beglücken oder whatever, oder die Familie bekochen. Ich glaube, so Grundausbildung als Koch ist sicher nicht schlecht. Sie haben einen kometenhaften Aufstieg hinter sich, Schritt und Schritt den Gipfel erklommen und Sie sind nun Koch vom Jahr in der Schweiz. Was braucht es, um ein Spitzenkoch zu werden? Oder was ist es Ihr Erfolgsrezept? Ich glaube, es braucht sicher auch zuerst mal ein bisschen Durchhaltevermögen. Man muss auf viel verzichten können. Auch als Junge, als Teenager in der Lehre. Wenn deine Kollegen im Ausgang sind, bist du halt in der Küche am Arbeiten bis am Abend um 10 Uhr. Und dann, ja, dann musst du dir deinen Weg so ein bisschen frei arbeiten können. Ich durfte bei mega vielen guten Restaurants Erfahrungen sammeln. Ich bin dann auch zum Andreas Caminada gekommen und habe natürlich auch dort wie auch das Glück gehabt, am richtigen Platz zu sein, zu der richtigen Zeit. Ich glaube, es braucht alles ein bisschen. Es braucht das Menschliche, es muss ein bisschen Durchhaltevermögen dabei sein und wahrscheinlich auch ein bisschen Geschicklichkeit in der Küche. Und Können? Ja, ein bisschen wahrscheinlich schon, aber das können wir alles lernen. Sie haben gesagt, nach Ihrem Titelgewinn gegenüber im WB, die Auszeichnung hat mich überrascht. Sie ist nicht das Resultat einer One-Man-Show. Ein Kochchef, der muss ein guter Teamplayer sein. Mhm. Ja, sehr. Weil, eben, wie gesagt, ohne das Team bist du nichts. Ich bin täglich mit einem riesen motivierten Team vor Ort. Wir sind 8 in der Küche und 7 im Service. Und wie man überall schon gehört, es ist mega schwierig, gute Leute zu finden. Und darum ist es auch wichtig, respektvoll mit deinen Mitarbeitern umzugehen. Und auch sie überall ein bisschen einzubeziehen. Ich glaube, bei Menüplanung oder wir wollen uns ja jeden Tag noch verbessern. Und das kann man halt nur mit einem Team erreichen. Und es ist mega schön, was wir jetzt das Jahr haben dürfen erreichen als Team. Und ich finde es mega wichtig, dass ich als Team immer erwähne, weil ich wäre jetzt nicht dort, wo ich jetzt bin, ohne das Team. Hat der Koch vom Jahr auch Schwächen oder Verbesserungspotenzial? Viel. In welchen Bereichen? So? Schwächen und ich glaube, das gibt es überall. Egal, ich habe sicher müssen lernen, ein Team zu führen. Eine Führungsposition einzunehmen, ist für mich nicht ganz einfach gewesen. Ich bin mit 26 Kochchef geworden in Bad Ragaz und dann eigentlich dort ins kalte Wasser geschmissen wurde und dann wirklich auch das müssen lernen und ich muss das heute auch noch lernen, auch mal Klartext zu reden. Ich bin wahrscheinlich manchmal noch viel zu nett, auch im Umgang mit dem eigenen Team. Und ich glaube, das ist sicher das, was ich noch verbessern möchte.
eine klare Struktur zu haben. Und ja. Und zwischen Schwächen hat ja jeder. Und ich glaube, das macht es dann auch irgendwie schon ein bisschen aus. Koch vom Jahr zu sein, ist das eine Würde oder eine Bürde? Zuerstens, es ist natürlich eine riesige Ehre, wo ich halt nie gedacht habe, dass es irgendwann kommen wird oder so früh wird kommen. Klar gibt es noch die andere Seite. Du bist halt mehr im Fokus. Die Leute, die kommen, die Gäste, die kommen, die erwarten viel mehr. Was aber auch irgendwie okay ist, weil aber irgendwie haben wir es ja erreicht. Und ich habe auch in meinem Team gesagt, ich möchte nicht, dass wir uns verstellen. Ich möchte, dass wir so bleiben, wie wir sind, weil so hat es eigentlich gelangt. Also ja. Und ich glaube, das schätzen die Leute, die zu uns kommen, dass es auch ein bisschen lockerer ist. Und ja, aber du hast halt mehr Termine, egal ob mit den Medien oder mit den Sponsoren. Oder wenn du irgendwo musst kochen am Montag oder Dienstag in deinen Freitag, dann siehst du halt den Familie oder Freundinnen halt ein bisschen weniger momentan, aber ich glaube, es ist eine schöne Zeit. Gibt es nach dieser Krönung noch eine weitere Stufe, die Silvio Germe erreichen möchte? Ja, gäbe es sicher, aber ich glaube, es ist mal wichtig, dass wir jetzt mal das Jahr durchbringen, dass wir jeden Tag unser Bestes geben und wirklich auch Gäste zufrieden machen, die kommen. Ich, eben, wie gesagt, die Erwartungen sind ein bisschen höher geworden. Und was in Zukunft kommt, ist, ich habe jetzt nie gesagt, ich wollte unbedingt 2 Sterne oder Koch des Jahres werden. Es ist alles so ein bisschen gekommen. Und darum werde ich das in Zukunft auch einfach auf mich zulassen. Ich glaube, ich gehe mega gerne arbeiten, ich habe mega Spass an dem, was ich mache. Und ich glaube, es ist dann schlussendlich zeigst du, was noch kommt. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Projekte, die man noch starten möchte, vielleicht nächstes Jahr. Aber es ist noch nicht so spruchreif. Bleiben wir bei mir jetzt im alten Landschloss Mammertsberg in Freidorf im Thurgau. Sind Sie gleichzeitig Küchenchef, Geschäftsführer, Mitinhaber? Eine besondere Herausforderung? Ja, vor allem, wenn du nicht so gerne Büro machst. Ich bin halt immer noch mega gerne in der Küche. Und ich glaube, das ist wirklich auch 80% der Zeit, die ich dort bin, in der Küche. Dann musst du halt schauen, dass die Umgebung auch stimmt. Es ist dann immer nur das Kochen. Du bist nicht nur einfach ein Koch oder Küchenchef in einem Restaurant, sondern es ist das Gesamtkonzept. Silvio Germe ist auch Gärtner und Abwart und Hauswart. Genau. Ich habe natürlich eine gute Unterstützung von meinen Eltern. Mein Vater war ja recht lange Hauswart zu Grosswangen. Und von dem her macht es mega gerne. Es ist halt ein bisschen weiter weg. Und ich könnte eigentlich am liebsten jede Woche dort haben, aber es ist leider nicht möglich. Aber ja, es ist halt auch wichtig, dass auch die ganzen Zahlen stimmen, das ganze Personalschwierigkeiten, das sind alles Herausforderungen, die dann täglich halt noch dazu kommen. Es ist dann nicht nur einfach das Kochen und Gäste beglücken, sondern es ist ein grösserer Kreis. Dann, ja. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, es gäbe Tage, mehrere Tage oder fast regelmässig arbeiten Sie 12 bis 14 Stunden. Mhm. 5 Tage pro Woche. Mhm. Wie schaffen Sie die Work-Life-Balance? Oder anders gefragt, wie bringen Sie das Privatleben und den Beruf unter einen Hut? Mm. Ja, ich glaube, mit einer Neueröffnung ist es eh immer schwierig. Ich glaube, zuerst gibst du mal deine ganze Kraft oder deinen Effort mal in das Business hinein oder in das Restaurant hinein. Und jetzt halt jetzt noch mit dem Titel, mit Koch des Jahres, ist es noch ein bisschen mehr Zeit, die du musst investieren halt für das Restaurant. Ich glaube, es ist mega wichtig. Ich habe eine mega tolle Freundin, die mich mega unterstützt und die das auch irgendwie sieht. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich mir aber auch selber sage, hey, ich schaue, dass ich am Montag, Dienstag, wenn ich zu habe, dass ich dort möglichst wenig Termine reinnehme, weil ich halt auch Zeit mit ihr verbringen will. Und das mega schade finde, wenn wir uns jetzt irgendwie nur einmal in der Woche sehen, weil ich wohne eigentlich immer noch in Bad Ragaz und fahre eigentlich am Sonntag oben heim und dann bin ich am Montag, Dienstag in Bad Ragaz bei ihr. Und darum, es braucht auch von ihr halt recht viel Verständnis und das hat sie momentan noch und ich hoffe, das bleibt so. Und für Hobbys hat es noch Platz? Ja, auch dort, wir machen recht viel Sport. Ich gehe unter der Woche mit meinem Sous-Chef nach dem Arbeiten, haben wir oben um 12 Uhr noch ein Squash oder so. Ich brauche so ein bisschen den Ausgleich, also so ein bisschen
Rivalität zu anderen, so ein bisschen gegeneinander squashen und so, das tut mir recht gut. Und dann im Sommer probieren wir ein bisschen auf den Golfplatz zu gehen. Sie spielt natürlich viel besser als ich, aber ich mache es einfach mega gerne. Und da tut es auch mega gut, du bist draußen, eben 4 Stunden und müsstest eigentlich den Kopf lüften und abschalten. Es geht manchmal besser und manchmal schlechter. Ja. Apropos Privatleben, kochen Sie auch noch in den eigenen 4 Wänden? Und wenn, was? Momentan wenig. Wir haben eigentlich so eine Abmachung, dass wir immer einmal pro Woche zusammen kochen, weil sie kocht dann recht gerne und sie würde eigentlich mehr mit mir gerne kochen. Das ist so, aber ich habe gesagt, einmal gehen wir miteinander ausgewessen und einmal kochen wir daheim. Und wenn wir daheim kochen, ich glaube, sie macht so ein bisschen die Menüplanung und ich schaue einfach, dass es ein bisschen schneller geht. aber sonst, ja, einfach. Ich liebe Pasta. Also so eine gute, einfach gemachte Pasta ist für mich etwas Grossartiges. Und es muss daheim nicht unbedingt Hokuspokus sein. Denn wenn Sie auswärts gehen zu essen, was ist Sie am liebsten oder wo? In was für einem Umfeld? Auch dort ist es mega darauf ab. Wenn ich mit Kollegen abmache von Luzern, dann ist mir einfach mal das Zusammensein mit ihnen mega wichtig. Klar habe ich meine so Spots in Luzern, wo ich mega gerne hingehe. Aber auch dort finde ich, so Personen, die dort arbeiten, so, wenn du siehst, haben die mega die Leidenschaft für das, was sie machen. Das gibt mir dann immer so ein gutes Gefühl. Und ich denke, es ist ein cooler Ort und da gehe ich auch gerne das zweite Mal hin, weil eben, sie machen es mit Herzblut. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass auch die Leute, die dort arbeiten, dass sie da alles geben für diesen Betrieb. Und dann schlussendlich habe ich da überhaupt keine Angst, dass da etwas Gutes auf den Tisch kommt. Bleiben wir noch beim Gastroleben. In unserem Land ist ein regelrechtes Beizensterben, Restaurantsterben im Gang. Gleichzeitig öffnet Takeaway im Takeaway und Gourmet, Tempo, Viera laufen sehr gut. Gibt es ein Erfolgsrezept, damit das gute alte Wirtshaus in meinem Dorf nicht verschwindet? Ich glaube, so in einem Dorf ist mega wichtig, dass man authentisch bleibt, dass man auch auf die Wünsche ein bisschen von den Leuten im Dorf ein bisschen eingeht, dass man nicht einfach so seine Linie durchstieren, dass man ein bisschen links und rechts schaut. Und dann, eben wie vorher schon gesagt, ich glaube, wenn man mit der Leidenschaft hinterher ist und das Beste will für den Betrieb, klar, es ist schwierig, auch gute Mitarbeiter zu finden, das ist momentan ein Problem, aber ich glaube, wenn man respektvoll mit den Mitarbeitern umgeht und dann bleiben die auch ein bisschen länger, wahrscheinlich auch vielleicht 5, 6, 7 Jahre. Und mit denen kann man etwas Cooles aufbauen. Und dann, wenn man etwas mega gerne macht, wie ich jetzt zum Beispiel mega gerne dort in dem Mammensberg bin, dann das merkt man glaube ich, als Gast auch und dann authentisch überkommt und probieren möglichst frisch und gut zu kochen, dann habe ich da auch keine Angst, dass das in einem ganz normalen Betrieb gut funktioniert. Zurück zu Ihrer Jugend, zurück ins Rottal, zurück nach Grosswangen. Haben Sie noch einen Bezug zu Ihrer Heimat? Hey, sehr. Also eben meine Familie wohnt noch da. Zu Grosswangen. Ich versuche, möglichst viel heim zu kommen, aber es ist momentan ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir Weihnachten, haben wir 3 Tage zu. Da bin ich sicher auch oben daheim bei den Eltern. Und sonst, wenn ich daheim bin, gehe ich eben, wie gesagt, vielleicht mal mit meinem Bruder squashen, weil er meint, er ist immer besser als ich. Und das ist gerade hier in Zursee, eine riesige Squash-Halle. Und ich habe mega gerne halt auch noch den Bezug zu meinen Kollegen von früher. Die wissen auch, wie ich bin. Also, die kennen mich seit dem Kindergarten. Und mit denen mache ich halt auch noch sehr gerne etwas, egal ob miteinander essen oder etwas trinken zu sein. Ja. Weihnachten und Neujahr für die einen eine frohe Zeit, für Silvio Germe eine stressige Zeit? Ja, ich habe jetzt das Glück, dass ich selber ein bisschen entscheiden darf, wenn man das Restaurant auftönt. Ich glaube, es ist auch für mich oder für das Team cool, wenn wir jetzt über Weihnachten machen wir jetzt 3 Tage zu, dass jeder heim hat zu der Familie, dass man das auch ein bisschen geniessen kann. Bevor er immer in einem Hotel war, 7 Jahre. Und dort war natürlich Weihnachten High Season. Und wir gehen jetzt 3 Tage dann nachher heim über Weihnachten und dann Silvester ist wieder Rambazamba.
Auf das freue ich mich. Silvester Not, haben Sie gesagt. Was ist Ihr persönlicher Neujahrswunsch? Boah, ich glaube, also ich muss sagen, mir geht's sehr gut. Ich bin mega zufrieden und mega happy, was in meinem Leben momentan, wie es mir geht. Und ich bin gesund, ich bin glücklich, ich habe eine riesige Unterstützung von meiner Familie oder auch vom Andreas Caminado, der mein Mentor ist. Und ja, ich glaube, Gesundheit oder auch miteinander friedlich umgehen oder auch, dass die Leute auch das geniessen, vielleicht mal in ein Restaurant zu gehen und ein gutes Essen dürfen zu sich nehmen und einfach die Zeit geniessen mit ihren Liebsten. Ich glaube, momentan ist eh auf der Welt recht viel los und darum dürfen wir, glaube ich, in der Schweiz sehr glücklich sein, dass wir hier leben dürfen. Und aber ich bin wunschlos glücklich und ich glaube, ich hoffe, dass es so weitergeht nächstes Jahr und dass wir einfach gesund sind. Das wünschen wir Ihnen natürlich auch, Silvio Germe, und auch unserer gesamten Leserschaft. Haben Sie einen guten Rutsch, geniessen Sie das volle Leben bis im 2024 wieder. Das Webgespräch von Willi Sauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.